Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wir sind heute im Teehaus des Mannheimer Luisenparks und verabschieden unsere Sportler aus der Metropolregion Rhein-Neckar nach Peking. Und einen Drachen zu streicheln bedeutet auf Chinesisch Glück und Erfolg. Und das wünschen wir natürlich allen unseren Olympioniken. Herr Steinbach, Sie als Vater der Kompanie des Teams Peking 2008, wie gestaltet sich denn der aktuelle Stand der Organisation? Ja, der aktuelle Stand der Organisation ist sozusagen fast abgeschlossen. Die Athleten sind offiziell nominiert, verabschiedet worden heute Abend in dem wunderschönen Ambiente hier im Teehaus in Mannheim. Wir betreuen im Moment noch die Presse verstärkt, haben mit den Athleten noch das eine oder andere natürlich abzuklären, aber der Löwenanteil der Vorbereitung, der ist gelaufen. Die Athleten sind flügge und werden möglichst goldene, silberne Eier in das Nest in Peking, das Olympiastadion, legen. Wobei wir nicht nur auf die Medaillen achten, sondern ich glaube, allein das Dabeisein ist ein Riesenerfolg. Und es geht jetzt um Erleben, um persönliche Bestleistungen, um den Austausch miteinander. Sie werden ja sicher mit einem Team des Olympiastützpunktes auch vor Ort sein. Was werden dort Ihre Aufgaben sein? Wir werden mit einer kleinen Delegation von der Metropolregion Rhein-Neckar vor Ort sein, das ist richtig. Auch der OB Kurz von Mannheim wird dabei sein, von den Metropolregion-Verantwortlichen, der Herr Klefo, der Herr Dallinger als Verbandsdirektor, der Geschäftsführer der Sportregion, Herr Schneider, und weitere Personen werden das Team begleiten. Wir werden dort vernetzende Funktionen einnehmen, Schnittstellen zu den Athleten bilden, auch zu Partnern vor Ort in Peking. Das eine oder andere Unternehmen wird auch mit von der Partie sein. Super, wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Zeit in Peking und gute Unterstützung unserer Olympioniken. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. So, bei mir ist jetzt Caroline Leonard, eine super erfolgreiche Kanutin, die auch demnächst nach Peking fliegt. Wann geht es denn für Sie los? Bei uns geht es los am 12.8. fliegen wir nach Peking. Morgen geht es für mich erstmal noch nach Duisburg zur Wettkampfvorbereitung für Peking. Da kommt dann quasi nochmal der Feinschliff und wirklich auch nochmal knüppelhartes Training. Das sind jetzt Ihre zweiten Olympischen Spiele. Stellt sich da schon so ein kleines bisschen was wie Routine ein? Ist man etwas weniger aufgeregt als beim ersten Mal? Eigentlich eher das Gegenteil, weil der Druck ist doch schon ein bisschen größer. In Athen bin ich mit Gold und Silber nach Hause gekommen. Und jetzt ist es natürlich auch ein Ziel für mich, wieder so weit wie möglich nach vorne in die Medaillen reinzufahren. Und da ist der Druck dementsprechend auch größer. Die Nervosität ist höher. Gemäß Ihrem Leitsatz Go for Gold, mit weniger wären Sie nicht so ganz zufrieden? Natürlich wäre Gold wär ein Traum. Das Ziel ist jetzt erstmal in die Medaillen reinzufahren und es wird ein ganz, ganz spannendes Rennen, denke ich mal. Die Konkurrenz ist sehr stark. Wir drücken Ihnen ganz, ganz feste die Daumen und wünschen viel Erfolg. Dankeschön. Bei mir ist jetzt ein Vertreter der Paralympics, Sali Köseoglu. Sie sind Rollstuhl-Rugby-Spieler. Was versteht der Laie unter dieser Sportart? Der Laie kann sich unter dieser Sportart eigentlich das vorstellen, beziehungsweise man könnte es ein bisschen so erklären wie Schach und Autoscooter in einem. Das hängt damit zusammen, dass wir mit dem Rollstuhl auf dem Feld alles machen können. Den Gegner blocken, rammen, einklemmen, sonst irgendwie. Körperkontakt ist nicht erlaubt. Schach deswegen, weil man sehr viel mit dem Kopf arbeiten muss, um seine Spieler richtig zu positionieren. Unsere Olympischen Spiele, die fangen ja erst einen Monat später an. Deswegen sind wir momentan noch richtig im Training. Und was sind Ihre persönlichen Ziele für die Paralympics Peking 2008? Ja, außer dem Gedanken natürlich, dem olympischen Gedanken, dabei sein ist alles, spielt beim Sportler eigentlich auch der sportliche Ehrgeiz ein bisschen mit. Und ich will eigentlich schon eine Medaille haben. Also. Wir drücken Ihnen ganz feste die Daumen. Herzlichen Dank für das Interview. Dankeschön.
Bei mir ist jetzt die Schwimmerin Petra Dallmann. Wie ist so die Stimmung im Team Peking? Haben Sie schon Kontakt zu anderen Kolleginnen und Kollegen gehabt, jetzt nicht von Ihrer Sportart? Ja, wir haben das ganze Jahr über Kontakt, meist bei Veranstaltungen, wo wir uns treffen, oder man trifft sich auch mal im Kraftraum oder bei der Physiotherapie. Ja, die Stimmung ist gut bei all denen, die dabei sind. Viel, viel Erfolg und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Bei mir ist Niklas Meinert, ein Mannheimer Hockeyspieler. Herr Meinert, die deutschen Hockeyherren haben sich erst im zweiten Anlauf, aber dann doch klar für die Olympischen Spiele qualifiziert. Wie ist denn so die momentane Stimmung im Team und beim Bundestrainer Weise? Ja, momentan freuen wir uns erstmal auf die Olympischen Spiele, sind froh, dass wir jetzt die lange etwas beschwerliche Vorbereitung hinter uns gebracht haben und im Augenblick sehr zuversichtlich auf das, was kommen wird. Schön, wir wünschen Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg in Peking. Dankeschön. Dankeschön. Herr Schlappner, Sie als ausgewiesene China-Experte, was erwartet denn die Sportler und die Zuschauer in Peking? Ich glaube, ereignisreiche Tage, eine Region, wo inspiriert. Ich erwarte, dass unsere Athleten sich auf den Sport besinnen, auf ihre eigene sportartspezifischen Abwicklungen. Und es wird eine Bevölkerung sein, eine junge Bevölkerung, die mit viel Freude die Athleten empfängt. Ob Kanufahren, Handball, Eishockey oder Rollstuhl-Rugby, wir drücken allen Olympioniken aus der Metropolregion Rhein-Neckar feste die Daumen. Das war Ihre Anne Malsam aus dem Teehaus. Auf Wiedersehen oder Sai Che.